So, ja, wir sind jetzt einmal wieder unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das letzte Mal in Hurghada sind oder nicht, das müssen wir mal schauen. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall einmal shoppen. Souvenir und das ganze Zeug, was wir benötigen. Also wir fahren jetzt nach Dahar. Wir fahren jetzt zum Nil-Pharao-Markt. Und vielleicht, wenn es sich ausgeht, wollen wir uns noch eins, zwei Wohnungen anschauen, weil, wie ihr mitbekommen habt, sind wir auf der Suche nach einer Wohnung. Und wir bekamen auch schon die eine oder andere Frage von euch, ob wir mehr wissen. Und deswegen, ja, also bleibt auf unserem Kanal auf jeden Fall dran. Abonniert sind, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und wir werden ein separates Video machen, wenn wir die Informationen haben, wie sowas funktioniert als Wohnungskauf in Hurghada. Wir werden auf jeden Fall die Wohnungen auch filmen, auch wenn er dabei ist. Also wir wollen einmal sehen, was das für Wohnungen sind, und wir werden euch dementsprechend ein spezielles Video nur über dieses Thema machen, wie das funktioniert, was das kostet und so weiter und so fort. Also wird auf jeden Fall sehr spannend auf unserem Kanal, sehr informationsreich, und ja, wir würden uns auf jeden Abo freuen. Also wir sehen uns dann, bis gleich. Schauen wir mal, ob vorne unser Freund schon da ist. Wir haben jetzt die letzten zwei Tage, also heute ist Mittwoch, gestern Dienstag, das waren gefühlt die heißesten Tage, also waren, glaube ich, 40, 41 Grad. Ja, es hört sich vielleicht nicht viel an, aber die Hitze hier ist wirklich, wirklich heiß, also wirklich. Und vor allem, wenn man so über Mittag geht, in der Früh geht es ja noch am Vormittag, bis um 11 herum, bis um 11 geht's, 12 ist auch okay. Aber danach, dann 12:30, 13 Uhr, geht es dann richtig los. Und ja, dann denkt man, es gibt gefühlte 50 Grad. Also wäre nicht das Meer, wäre nicht dieses Lüftchen, was da weht ab und zu. Ja, man schwitzt wirklich ungeheuerlich. Und also wirklich, da muss man auf jeden Fall viel trinken, 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 viel, viel, viel trinken. Und ja, das ist das. Welcome to Egypt. Aber nichtsdestotrotz gefällt uns der Urlaub. Es ist wie immer ein wunderschöner Urlaub. Wir lernen immer wieder neue Sachen kennen. Wir zeigen euch immer wieder was Neues. Und jetzt kann der Spaß losgehen. Was ist das? Da wird irgendwas geliefert. Es wird gepumpt, schau. Wasser. Keine Ahnung. Also wenn jemand weiß, was das ist, der kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ob das jetzt das Wasser ist, was da reingepumpt wird, oder keine Ahnung. Ich kenne mich halt nicht aus. Also wenn jemand weiß, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde uns interessieren. So, wir sind jetzt in Dahar angekommen. Nasser.
Stop Shop. Ja. Aha. This is in near King Tut. Yeah, for all flat, yeah. This is 98, also 98 Quadratmeter ist das. Genau, wir haben one balcon. Das ist der Wohnraum oder Wohnküche, kann man sagen. Also da, ja, da müssen noch einige Sachen natürlich gemacht werden. Aber so groß im Ganzen ist da jetzt da die Küche, bleibt. Das Badezimmer. Das muss noch viel mehr machen. Ja, ist in rosa, das mag ich nicht. So, und das wären dann drei Zimmer. Das ist Wohnküche, ist das. Da haben wir das erste Zimmer und dann haben wir hier den Balkon, den zweiten. Ja, natürlich muss da jetzt das eine oder das andere gemacht werden, das ist ganz klar. Aber so groß im Ganzen. Also jedes Zimmer hat einen Balkon. So, hier werden die zweite Wohnung. Die ist 110 Quadratmeter. Kostet 16, also die kosten alle hier 16.000 pro Quadratmeter. Jetzt kann man rechnen, bei 110 sind das 1.600.000. Das ist ja in Cash, wenn man in Cash zahlt. Wenn man jetzt da auf 2-3 Mal zahlt, verlangt das 17.000. 17.000, ja. Und ja, natürlich, um den Preis muss man halt gewisse Sachen selber machen. Er würde uns verlangen 150.000 dazu, das heißt repariert. Aber ja, wie ihr sehen könnt, da hat schon einiges gemacht, aber um den Preis, so im Großen und Ganzen ist die Wohnung ja okay. Es ist okay, da gehört natürlich einiges gemacht. Das ist ganz klar, aber so, also die ist jetzt 110 Quadratmeter, die andere war 98. Da haben wir noch einen kleinen Balkon, also wir haben zwei Balkons, okay, das ist schon mal gut. Also müssen wir auf jeden Fall noch, ja, zwischen 3.000 und 5.000 Euro sicher reinstecken, aber trotzdem, ja, zahlt sich das aus irgendwie. So. So, wir haben jetzt hier eine Wohnung angeschaut. Das ist, wir sind da in Farus, ja. Aber die hat uns nicht gefallen und deswegen haben wir jetzt kein Video daraus gemacht. Aber ich wollte euch hier zeigen, hier gibt es Käfer in verschiedenen Farben. Guckt hier, eins, zwei, da drüben. Das ist der Fahrer präsent für dich. Ja! Oh la la!
Also, schaut wirklich gut aus. Ich höre sie lachen. Alles gut? Oh, hallo. Good morning. Hallo. Allein, was du, ich komm. Was? Digga, was scheiße. Ich hab sogar scheiße. Wo sind die Zwillinge? Die sind unten, die okay. Machen eine Challenge. Die Zwillinge sind unten? Ja, sie bleiben bei diesen Souvenirs. Sie wollen was für sich suchen. Wo ist Yusuf? Was? Jetzt hast du Zeit zu glänzen, mein Freund. Hast du gefragt? Frag diesen Verkäufer. Also 630 sind knappe 12 Euro. Also wie gesagt, wir haben auch vorher 12 Euro gekostet, diese T-Shirts mit 300 Pfund circa. Und ja, und nach der Änderung kosten sie jetzt dann ein bisschen mehr natürlich. Wir nehmen keine mit. Wir müssen irgendwie. Ja, 680. Das ist der vis-à-vis von Aqua Blue Spa. Prozent Cotton. Also bei den Handtaschen, die Preise sind schon katastrophal. Also da kostet eine Handtasche von Dior, Fake Dior natürlich, 40 Euro. Ja.
Bulldog-Ramen. Ja, Ramen haben die hier. Guckt euch das an. Ja? Krass. Was die Mama sagt. Warte. So? Brownie. Aha. Also die Bounty-Kekse. Fix-Kekse und Masken. Die haben wir nicht einmal drüben. Das müsst ihr euch immer live geben. Aber Preis steht nicht drauf, dass du kein Fleisch bekommst. Schauen wir mal, wo deine Schwestern sind. Die sind da vorne. Ah, die sind eh dort, schau immer noch. Kaufland. Hey, C und A, Bro. Hast du Silver Watches? Geh mal darauf. Yusuf, komm. Wo ist die andere? Da. Maus. Nein, sorry. Warte, bitte ein Zehner. Ein Zehner. Silver Watches. Normal. Edeka. T-Shirts. Wie sie fahren, dass ihr mal seht, wie es da abgeht. Guckt euch an. Guckt euch das an, was da alles abgeht. Guckt euch das an. Es ist einfach nur sehr unterhaltend, euch sich einmal das anzuschauen, wie die hier fahren. Also wenn ihr da reingeht, das ist ein richtiger Schlawiner, sage ich mal. So sagt man das bei uns. Also der hat Preise, das ist ein Wahnsinn. Wow. Aber egal. Medina. Was ist denn? Medina. Bei Amors Auto sind die Sachen. Die
dürft ihr nicht vergessen, ja. Gell? Weil er fährt morgen nach Kena. Da ist auch dein Gewürz. Ja. Ja, die dürfen wir dann nicht vergessen. Nicht nur ich, du hast auch kein Gewürz mehr. Du isst auch davon. Du hast aber auch kein Gewürz mehr dann. Ich dachte, dass ich sterbe. Was denn? Wenn wir es vergessen, dann haben wir kein Gewürz mehr. Dann sind wir zu warm. Wieder so Zuckerwatte machen. Wo? Ja, mit deinem Computer. Hast du ihn gerade gehört? Ja, da vorne ist er. Dieser Sound. Ich will auch so eine Trompete. Ich werde euch das als Klingelton machen. Hier kommen auch genug Touristen. Ja, jetzt, ja. Das haben sie auf jeden Fall. Hm? Oh no, I don't. I don't need to. Komm, Yusuf. Ja, was glaubst du? Verkauf mal alle. Oh, 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 oh,